Geschätzte Teilnehmer, wenn wir 1992 in der EWR-Abstimmung Ja gesagt hätten, dann wären wir heute vielleicht in der EU, vielleicht wären wir im EWR, vielleicht gäbe es den EWR auch gar nicht mehr. Wir wären vielleicht trotzdem auf einem bilateralen Weg, wir wissen es nicht. Aber wir haben Nein gesagt. Wir haben Nein gesagt und seit bald 30 Jahren sind wir auf dem bilateralen Weg und diskutieren mit unseren Nachbarn. Gerade im Herbst haben wir wieder eine Abstimmung gehabt auf dem politischen Terrain. In der Stiftsbibliothek St. Gallen, dort hat es eine grosse Kugel, eine wunderbare Kugel, eine alte Kugel, eine Weltkugel. Und auf dieser fehlt Australien und es fehlt Neuseeland. Ein ganzer Kontinent ist nicht dort drauf, weil sie schlichtweg noch nicht entdeckt waren, wo die Kugel hergestellt worden ist. Das heisst, wenn man damals, so Mitte 17. Jahrhundert, Nein gesagt hätte zu den Expeditionen, dann wüsste man gar nicht, dass ein ganzer Kontinent noch existieren würde. Man hat aber Ja gesagt, man hat die Expeditionen gemacht und heute ist der Kontinent ein ganz beliebtes Reiseziel. Das ist die Erkenntnis daraus, kluger Rat, prüfe alles und behalte das Gute. Und genau diesen Weg, den wollen die Dorfkorporationen gehen. Sie wollen alles anschauen. Sie wollen Vorteil, Nachteil, Plus, Minus abwägen. Sie wollen einen Entscheid treffen und den Bürger vorlegen. Und erst dann wird entschieden, ob Ja oder Nein. Das ist also ein weitreichender strategischer Entscheid, den man hier treffen muss. Und in der Strategiearbeit gibt es eine ganz gute Beratung, wenn man schaut, woher komme ich, wo stehe ich heute und was sind so Szenarien für in Zukunft, was sind Potenziale, die ich in das Szenario habe und welche Risiken begegne ich. Und so möchten wir ein bisschen durch den heutigen Abend gehen. Wir schauen zurück, ein bisschen Geschichte der Korporationen. Der Christian Hanselmann wird uns aus den Anfängen der Dorfkorporationen berichten. Wir schauen, wo wir heute stehen. Die einzelnen Dorfkorporationen präsentieren einzelne ausgewählte Themen, wo man heute steht, mit was sie sich beschäftigen. Und ich werde nachher ein bisschen reinführen, was man jetzt genau vorhat. Und so darf ich heute Abend eröffnen, und zwar mit dem nächsten Referenten, dem Christian Hanselmann, der uns die Geschichte der Dorfkorporationen wird zeigen. Guten Abend miteinander. Ich tue heute Abend über die Geschichte von der heutigen Strom- und Wasserversorgung erzählen und fange an mit der Ortsgemeinde Wartau. Die Ortsgemeinde Wartau kennen wahrscheinlich die meisten. Der ist der grösste Bodenbesitzer und dort Ratten, Almende, Wälder und Quellen verwalten. Und kann auf Beschluss von der Verwaltung Böden verkaufen oder Quellen abtreten oder ein sonniges Geschäft machen. 1865 hat sie ein Abkommen gemacht mit der Weberei für eine Konzession der ganzen Mühlbach und Quellen. Und 1894, was unentscheidend ist, hat sie die Oberbachquellen an Azmos und Trüppach verkauft. 1901 bis 1904 hat sie Wassermäßiger gemacht und hat dann einen Plan von einem EW-Wartau vorgestellt. Und der ist so gegangen, die Idee war so gewesen, Fassen von der Zertotris und Ganteschenquelle, Ableiten in ein Reservoir und von dort mit einer Druckleitung ins Maschinenhaus im Tobel. Von dort aus, dort ist eine Maschine, sind zwei Maschinengruppen gewesen, mit 250 Pferdestärken. Und von dort aus hat man dann mit Freiwilligleitern die ganze Gemeinde, alle Dörfer, inklusive Siedenbaum und Platis, mit Strom versorgen. Und zu diesem Zweck hat man einen Vertrag machen mit der Kooperation Oberschan, weil die Zertotris-Quelle hat denen gehört. Und dort ist auch gestanden, dass das Werk muss 1906 erstellt sein. Kostet hat es
285'000 Franken. Und damit man eine Rendite erzielt hat, hat man 20'000 Kerzen oder ungefähr 1'400 Lampen bestellen. Das ist dann eben nicht ganz rausgekommen. Man hat dann 1906 noch kein Werk gehabt. Die Planung und Kostenberechnung sind erst am 22. April 1906 genehmigt worden. Dort sind die 20'000 Kerzen immer noch drin gewesen, 20 PS Motorenkraft und ein paar Glätteisen. Und den Vertrag hat man mit der Kooperation oben schon weiter wieder verlängern. Weil aber als Moos ein eigenes Werk erstellt hat, 1907 beschlossen, ein eigenes Werk zu erstellen, hat die Verwaltung von der Ratsmann herumgeglaubt, dass es das Eigenwerk, dass das ewige Warto, dass man das erstellen kann, weil man auch nur 15'400 Kerzenstärke bestellt hat. Darum hat sie dann der Bürgerversammlung gesagt, die Bürgerversammlung soll entscheiden, ob man das mache oder nicht. Und hat nur hier geschrieben, anstatt Gutachten und einen Antrag, haben sie nur geschrieben, feststellen der definitiven Kerzenzahl und allenfalls Wahl einer Subkommission. Die Bürgerversammlung hat dann das aber doch genehmigt. Sie hat gesagt, wir stellen das Werk. Dann sind hauptsächlich dazu gegangen, haben Protest eingelegt beim Regierungsrat. Und der hat dann den Beschluss 1907 kassiert. Die Gründe sind gesehen, weil man dort mal noch keine Ahnung hatte vom Strom und von den Möglichkeiten. Das ist ein Spekulationsobjekt, wo das Ortsgemeindevermögen gefährdet. Und weil es auch kein Traktandum hatte. Durch das ist dann das Werk nie erstellt worden. Dann die Kirche von der Unteren Kirchgemeinde, von Zmoos und Tröbach. Das war eben so, 1905 hat die Brunnengenossenschaft Atzmes beschlossen, die Wasserversorgung mit der Oberbachquelle zu erweitern. Und dann 1906 gerade ein Elektrizitätswerk zu erstellen. 1907 hat man dann Pläne, Kostenberechnung und alles beschlossen. Und da gesagt, man tut ein Elektrizitätswerk mit einem neuen Hydrantennetz erstellen. Und sie haben sich noch einmal mehr wie Wartau beteiligt. Von 1905 bis 1907 hat sie aber Tröbach hat sie nicht an dem gemeinsamen Werk beteiligt. Da steht leider im Protokoll nichts drin. Warum nicht? Weil sie hätten ja einen Teil der Oberbachquelle gehabt. Dann hat man nach der Kassation hat man das Werk erstellt, 1997-98 mit 120 PS. Das hat 130'000 Franken gekostet, das Hydrantennetz 70'000. Und Tatsmas hat dann auch Tröbach elektrifiziert und hat 1912 bereits ein zweites Kraftwerk gebraucht, um die Fabriken in Tröbach anzuschliessen. Die Zusammenarbeit zwischen Tatsmas und Tröbach ist dann bis 1948 gegangen. Während dem Zweiten Weltkrieg hat sie Tröbach weiterentwickelt mit Armeeanlagen, Fabriken, Bäckereien. Und dann hat man direkt an die SAK anschliessen. Die Röpächler hatten dann dort das Gefühl, das ganze Werk hätte keine Zukunft, also wirtschaftlich keine Zukunft. Und hat sich von Zmoos getrennt. Und seit 1949 gibt es die Dorfkooperation Tröbach Wasser- und Stromversorgung und seit 1951 das heutige EW Zmoos. In der Oberen Kirchgemeinde hat man dann nach der Kassation zufällig gerade noch mein Urgroßvater, der war Präsident der Dorfkooperation, hat eine Lichtgenossenschaft gegründet und hat dann eine Konzession gebraucht für einen Mühlbach.
Und als das Witte gesehen hat, vielleicht noch interessant in der Zeitung, haben sie eine Gegenkonzession eingereicht und haben durch das dann das ganze Werk verzögert. Dann haben sie dann müssen ein Projekt einreichen am Regierungsrat und sie haben dann wieder das gleich genommen wie die EW Warto. Für das haben sie aber keine Konzession gebraucht. Und Oberschau hat gesagt, für 200'000 bauen wir keine Kraft, also keine EW Oberschau weiter, weil das kann nie rentieren für ein bisschen Licht und Kraft. Sie haben dann nur ein Gleichstromwerk errichtet. Mit 38 Pferdestärken hat noch 70'000 Franken gekostet. Und später haben sie es auf 115'000 Pferdestärken erhöht und Malanz und Gretschins angeschlossen. Und erst 1941 hat man es dann auf Wechselstrom umgestellt. Und für das Wasser hat man dann eine Brunnengenossenschaft auch 1908 gegründet. Die hat dann die Wasserversorgung gemacht mit der Zeit Otris und der Uferquelle. Und die hat eine Hypothek gehabt, wegen der Konzession von der Weberei, haben sie nur dürfen Trink- und Löschwasser brauchen. Alles andere haben sie müssen ableiten. Und sie haben auch keine Wassermotoren dürfen anschliessen. 1945 sind beide Genossenschaften zu Kooperationen geworden. 2008 gibt es die moderne Dorfkooperation Oberschau. Und die Witte, die hat erst 1922 eine Dorfkooperation gegründet, wo sie die Garnetobelquelle können nutzen konnten. Und hat nachher ein modernes Hydrantennetz für 140'000 Franken erstellt. Die Wasserversorgung von der Taufquelle, die sie ursprünglich wählen, das ist nicht gegangen. Das war ein Wasserrechtsstreit mit der Kooperation Oberschau. Und 1911, weil sie ja dann auch keinen Strom hatten, haben sie einen Vertrag gemacht mit der SRK. Und 1927 hat die Dorfkooperation die Anlagen von der SRK zurückgekauft für 39'000 Franken und hat dann eine Elektroversorgung, die von NAS gegründet. Die haben sie dann irgendwann später, weiss ich nicht genau, haben sie sie noch zur Dorfkooperation Witte zusammengeschlossen. Und Malanz, von Malanz habe ich fast nichts. Malanz ist die Dorfkooperation, die nutzen Quelle Riesch, vermutlich vor 1900. Die Rekonstruktion war 1960 von Gretschins und von Fontenas. Die haben seit 1899 die Haben-Bündli-Quelle genutzt. Die Rekonstruktion war 1959. Und dann noch nicht verwirklichte Projekte. Das ist eins, ist ein grosses, das D.W. Oberschau hat wollen im Kapitsch. Die wollten Plättchen und Schwämme quälen. Fassen, ein Reservoir ableiten. Und da wäre zwei Gründe gehabt, für die Stromproduktion und für den Ausgleich, weil die Weberei hat immer verlangt, dass man, wenn man Wasser ableitet, zum Beispiel in die Festung oder in Witte oder Plattis, dass man gleich viel Wasser wieder dazu tun muss, dass sie immer gleich viel haben. Das Projekt ist nicht verwirklicht worden, es war unheimlich teuer gewesen. Bessere Nutzung der Wasserkräfte hat der Pfarrer Heller im WNO 1927 geschrieben. 1948 war eine Studienkommission. Die hat, und da ist dann nichts geworden. Und den Zusammenschluss der Kooperationen hat man 1973 abgelehnt. Zu den Kooperationen habe ich nicht viel zu sagen. Die Genossenschaften hat man gründen, weil die müssen Bürger sein, sonst hat man keine Bankdarlehen bekommen. Da war es. Geschätzte Anwesende, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben natürlich auch gerechnet, dass es einen schlechten Abend gibt, aber wir sind froh, dass wir gleich genug Leute getroffen haben oder sich dafür interessiert haben.
Die Dorfkooperation Oberschan steht eigentlich für drei Sachen. Das ist die Wasserversorgung in Oberschan selber. Dann betreiben wir Stromversorgung in Oberschan, Malanz und Kretschins. Und natürlich haben wir auch, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, einen grossen kulturellen Block. Das ist, weil ja früher die Dorfkooperation 1 Million in die MZO selber mit dem Bühnenanbau investiert hat. Und dort sind wir eigentlich auch noch stark vertreten. Und durch das gibt es auch eine grosse kulturelle Anteilnahme und Arbeiten, die wir durchführen, wie auch Theaterabend und alles. Wir stehen dort auch mit dem kompletten Inventar, von Bühne bis Bestuhlung. In Grössenordnung sind das etwa 300'000 Franken. Dann eigentlich ist es interessant zu wissen, was bedeutet eigentlich grundsätzlich eine Dorfkooperation. Dorfkooperation, ich meine, weiß jetzt nicht, ob ich da im richtigen Thema bin, aber wir sind ja kein privates Unternehmen und wir unterliegen eigentlich dem Gemeindegesetz. Das bedeutet, wir dürfen keinen Gewinn in dem Sinn erwirtschaften und keine Gewinnabflüssiger machen. Und das ist eigentlich das Spezielle daran, dass wir da eingebunden sind im ganzen Schema vom Kanton bis runter bis zur Gemeinde. Und das ist eigentlich für uns, wir arbeiten so gesehen in einem Monopolmarkt drin. Wir haben festgeschriebene Grenzen, die dürfen wir aber nicht verlassen. Wir machen keine Konkurrenz zu anderen Kooperationen. Das ist eigentlich so sicher ein wichtiger Teil. Buchführung, die man jetzt neu gestalten musste, das war mit dem Kanton zusammen, ist aufwendiger geworden. Da gibt es einfach die Regeln, die wir vom Kanton und Gemeindegesetz auch einhalten müssen. Dann will ich einfach noch kurz zeigen, wie in Oberschan die Wasserversorgung abläuft. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen viel Unbekannte, so der meisten, was im roten Rechteck drin ist, das ist die Versorgung von unserem Gebiet. Wir haben das Gebiet selber in drei Zonen unterteilt. Das heisst Zone 4, das ist vom Kurhaus oben. Dann haben wir, was wir schon vorher gehört haben, die Quelle Gantesche, das ist beim Schwimmbad zu eine Versorgung. Und dann Zone Dorf, das ist eigentlich die Quelle Sertoteris, das ist eine der grössten Quellen, die wir haben. Oder die grösste in der Gemeinde sowieso. Und eine der grössten natürlichen Quellen im Kanton St. Gallen. Was wir gestrichelt haben, sind die Versorgungen, die wir noch zusätzlich leisten oder Dienstleistungen machen. Das sind nicht permanente Versorgungen, sondern das ist einfach, was man vertraglich so geregelt hat. Das ist ja klar, man kann nicht nur einfach Wasser weiterliefern, sondern da gibt es fixe Verträge, wo man Sicherungen, Zusicherungen muss machen und Dienstleistungen auch muss einhalten. Wir haben vor 3 Jahren haben wir die Brunnenversorgung, Brunnengenossenschaft Fies müssen übernehmen. Das war eine grössere Diskussion zwischen Brunnengenossenschaft Fies, der politischen Gemeinde, und natürlich mit der Dorfkooperation Atzmoos und wir natürlich auch. Wir sind in dem Sinne dort schon im Versorgungsgebiet mit Strom. Atzmoos war dort dabei mit ihrer Quelle Vermärsch. Und da haben wir einiges abklären. Ist die Bürgerschaft überhaupt einverstanden, wenn wir so etwas machen? Dann ist klar gewesen von Anfang an, dass die Infrastruktur von dem alten Gebiet von der Brunnengenossenschaft ungenügend ist. Da hat man eine grosse Istaufnahme machen und plötzlich hat man gesehen, die Lösungen, die man diskutiert, funktionieren nicht. Man hat noch mal irgendwann ein eigenes Reservoir bauen und dann wäre das kostenmäßig zu gross geworden. Da hat man dann beschlossen, dass man Versorgung vom Hotel Alvier, wo eine eigene Wasserversorgung hatte, dazu tut. Und von der Ortsgemeinde hat man dann noch das Malanzer Holz selber dazu genommen. Und jetzt wird eigentlich das ganze Gebiet Fies wird versorgt vom praktisch vom Vermärschen weg bis in Aufstieg runter. Das Projekt hat relativ lang gedauert. Ein schwieriger Fall gewesen.
Aber der Stand heute ist so, wir haben ungefähr in diesem Gebiet 800'000 Franken investiert mit, und haben auch noch mehrere Bohrungen dazu gebraucht. Die längste war vom Reservoir bis zur Brunnenstube von über 260 Metern. Die war in einem problematischen Gebiet drin und ist auch die Bohrung selber mehrmals eingestürzt, weil das ein Schuttgebiet ist und das ist nicht so einfach zum Bohren. Dann hat man abwärts müssen unter der Alpenstrasse wieder auch noch mal eine Bohrung machen, weil es dort Blockungen gehabt hat von Felsstürzen und dort hat man nicht können graben, da hätte man sonst müssen Hand aus Hut machen. Aber so haben wir eigentlich ein grosses Gebiet erschlossen. Wir müssen überlegen, wie können wir Kosten teilen, also halbieren haben wir nicht können sagen, sondern wie haben wir Kosten können vereinfachen, die Struktur. Dann haben wir gleichzeitig für die Stromversorgung neue Mittelspannungsanlagen aufbauen, damit die Verrohrungen haben können im gleichen Graben sein können. Das hat aber bedeutet, dass die Wasserleitung nicht am alten Ort durchfließen konnte, dass man neue Hausanschlüsse machen musste. Und beim Strom war es einfacher gewesen. Dort ist einfach eine Rohranlage, die wir zurzeit eingezogen haben, die ist noch frei. Das ist das nächste grössere Projekt, das wir dann durchziehen. Schön ist eigentlich die Sache, wir haben eine Investitionsplanung, die wir durchführen. Wir tun unsere Sachen grundsätzlich, wenn es geht, in einen Investitionsplan von 10 Jahren aufteilen und schauen immer anhand vom Ertrag, was können wir durchführen. Und wenn irgendetwas mal nicht klappt, dann schauen wir einfach, wie können wir schieben. Dann wollen wir hier eine kleine Beurteilung von uns selber machen. Wir haben eine gewisse Kompetenz im Verwaltungsrat, die wir selber entscheiden können. Ist aber klar, Know-how im Detail können wir nicht bringen. Da brauchen wir natürlich Ingenieure und Techniker, die uns Auskunft geben können. Was wir aber grundsätzlich machen, sind Planungen immer auf Basis von Konzepten. Die Konzepte, wo wir das Mittelspannungskonzept aufbauen haben, haben wir anderthalb Jahre darüber diskutiert, bis wir zu einer Lösung gekommen sind, die verhebt hat. Wir machen eben eine rollende Finanz- und Investitionsplanung. Dann können wir überlegen, dass wir die Eigenfinanzierung so herbringen, dass wir eigentlich schuldenfrei arbeiten können. Ein Vorteil ist natürlich, im ganzen Ding, im ganzen Konstrukt ist, dass wir eigene Kraftwerke haben, Tauf und Doppel. Die bringen uns natürlich auch Geld in die Kasse. Wir sind kein Gebiet, wo grosses Gewerbe ist. Das ist eine Schwäche, oder? Aber die Kraftwerke helfen uns einfach, um die Kosten ein bisschen zu drücken. Was sicher schön ist für Oberschalen, wir haben die grösste natürliche Quelle in der Gemeinde. Das gibt riesige Schüttmengen. Aber wir selber brauchen relativ wenig und den Rest tun wir mit verstromen. Aber gewisse Konzessionsrechte liegen natürlich auch weiter unten im Tal an. Die können wir nicht angreifen. Beim Negativ ist das Versorgungsgebiet, das nicht gross besiedelt ist. Da haben wir viel grosse Leitungswege, keine Grossverbraucher. Wir sind ein bisschen teurer in der Tarifstruktur. Stört aber nicht unbedingt. Ich habe das mal ein bisschen berechnet und dann habe ich da mal irgendwo gesehen, im Strom selber würde es etwa 2 bis 3 Kaffee im Jahr ausmachen. Aber ich denke, das ist noch tragbar. Wo wir Schwierigkeiten haben, ist natürlich immer in der Erneuerung der Verwaltung. Wir sind alles langjährige Verwaltungsräte und Mitarbeiter. Und wenn wir jemanden suchen, ist es extrem schwierig, dass jemand sagt, ich mache, ich komme. Oder wenn man es mal eingeladen hat, dann sagen sie, ja, so viel Verantwortung wollen sie nicht übernehmen. Es ist ja so, eine Dorfkooperation ist natürlich kein Schnellboot. Das ist ein langsamer Tanker, der hat einen Haufen Infrastrukturen, die sind fix, die kann man nicht ändern. Fehlentscheidungen sind schwer zu korrigieren und binden auch viel Kapital binden. Aber wichtig ist in dem Sinne immer, dass man auch ein bisschen kritisch ist, sich selber gegenüber, dass man ein bisschen zurückschaut dort oder nicht zu schnell ist. Und dann wird das schon klappen.
Aber die Schwierigkeit ist halt heute immer noch, wie finden wir neue Verwaltungsräte? Interessant wären die Leute, die zum Beispiel sagen, ich bin Frühaussteiger, der mit 55 in Pension geht und noch irgendetwas Vernünftiges machen möchte. Bei den Jüngeren ist es so, die fest eingebunden sind, die sagen alle, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Dann ist natürlich die jährliche Flut von der Auflagen, die es gibt. Die gesetzlichen Auflagen und von überall her muss man mehr leisten. Wir haben 3-4 Mal im Jahr muss man irgendeine Statistik ausfüllen, wo man das Gefühl hat, die hat man schon das letzte Jahr ausgefüllt. Und, aber mit dieser Flut ist es auch schwierig, um neue Mitglieder einzuarbeiten, weil das sind immer Arbeiten, wenn sie nur einmal im Jahr vorkommt, ist es schwierig, dass man dann später sieht, habe ich das letzte Mal auch verstanden? Oder ich weiss nur, wie ich es machen muss. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wir selber haben es eigentlich, wir sind eingespielt, aber eben die Erneuerung ist schwierig. Dann würde ich einfach sagen, wir müssen nicht jammern, das ist falsch. Wir müssen vielleicht in die Zukunft schauen, was könnten wir für Lösungen den Bürgern präsentieren. Und der Zusammenschluss wäre vielleicht eine Lösung. Und wenn halt Bürger am Schluss anders entscheiden, muss man einfach sagen, wir haben es versucht. Oder sonst müssen wir dann andere Lösungen finden. Irgendetwas muss man ja finden. Oder? Ich meine, es führt ja, jeder will Wasser und jeder will Strom haben und jeder will Dienstleistung haben und will erreichbar sein. Aber ich denke, wir müssen rechtzeitig darauf hinweisen, die Diskussion eröffnen und schauen, wie kommt es zurück? Besten Dank nochmals fürs Zuhören im Namen von der Dorfkooperation Oberschaan. Danke. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen von der Dorfkooperation Malanz und möchte Ihnen hier kurzen Einblick geben in unsere Kooperation, ein paar Fakten zur Kooperation und jetzt auf zwei Projekte ein bisschen näher eingehen. Unsere Kooperation zu Malanz ist mit Abstand die kleinste in unserer Gemeinde Wartau und wir sind die einzige, die nun mittlerweile eine reine Wasserversorgung anbieten. Die Wasserversorgung, die Lieferung geht an 57 Haushalte, 2 landwirtschaftliche Betriebe und einfach damit eine diverse Wiesenhahn, die es benötigt, für Rebberg, Tränkestellen fürs Vieh und so weiter. Wir haben dann 1960 hat man die Wasser- und Hydrantenleitung ausgebaut auf einen neuesten Standortsmal. Das hat dann ungefähr so ausgesehen. Man sieht hier, dass das Dörfli Malanz hier noch viel kleiner war als heute. Und alles, was so in Richtung Norden nachher erweitert worden ist mit Wohnraum, ist natürlich dann auch mit den verschiedenen Leitungen weiter erschlossen worden. Das Dorf Malanz hat eine eigene Quelle im Malanzer Berg, die Quelle Resch. Wir haben unterhalb der Brunnenstube ist dann ein Reservoir, wo die Versorgung auch gewährleistet vom Dorf. Die Quelle schüttet zwischen 10 Liter pro Sekunde im Winter bis zu 25 Liter pro Sekunde im Sommer. Das ist ja praktisch alle Jahre gleich. Und in der Trockenphase, also im 2018, war das nicht viel anders gewesen. Also wir haben wirklich nicht viel gemerkt von dieser Trockenzeit. Das ist einfach eine sehr gute Quelle in dem Sinn. Und was noch interessant ist vielleicht, die Quelle schüttet bei 400 Millionen Liter Wasser pro Jahr. Einfach, dass man sich die Dimensionen ein bisschen vorstellen kann, das würde theoretisch lange für alle Haushaltungen der Gemeinde Wartau mit Wasser zu versorgen. Obwohl unsere Quelle ja bei weitem nicht die grösste ist in der Gemeinde Wartau, aber es zeigt gleich auf, was wir für ein hervorragendes Gebiet sind mit verschiedensten Quellen und mit bestem Trinkwasser. Wir brauchen etwa 2-2,5% von dem Wasser, das geschüttet aus der Quelle kommt, würden wir an Verbraucher weiterliefern, der Rest wird dann im Malanzerbach ausgeleitet und dort in Raum Moos, Fabrikstrasse, hinten dann sogar auch noch Strom gewonnen daraus. Aber im privaten Bereich, nicht von der Dorfkooperation.
Dann möchte ich noch zwei Projekte ein bisschen streifen. Wir haben vor kurzem die Verbundleitung mit Oberschach in Betrieb genommen. Das war natürlich ein hervorragendes Projekt gewesen, unter Federführung der Dorfkooperation Oberschach, die das Ganze koordiniert hat und geleitet hat. Und wir können noch ein bisschen darauf warten, bis alles fertig war. Also es ist wirklich eine super Sache. Man hat auch gesehen, die Zusammenarbeit hat hier hervorragend geklappt. Die Verbundleitung ist gemacht worden, aus erstem Grund natürlich aus Versorgungssicherheit vom Dorf Malanz. Wenn unsere Quelle irgendetwas hätte, kein Wasser mehr liefern oder verschmutzt wäre oder irgendetwas, können wir per sofort von Wasser beziehen vom Dorf Oberschan. Ebenfalls hat man mit der Verbundleitung eine zweite Sorge, sage ich jetzt einmal, wie sie im Dorf können beheben. Das ist der Feuerschutz. Weil unser Dorf hat ein Reservoir, eine Kapazität von 100 Kubik Löschreserven. Das ist mit dem Wachstum des Dörfli Malanz ist das mit der Zeit auch knapp geworden und wäre in Zukunft sicher zu klein gewesen. Das heisst, man hätte ja entweder unser Reservoir ausbauen, wobei das relativ schwierig zu lösen gewesen wäre. Also hätte man neu bauen und einen Neubau vom Reservoir inklusive den Feuerschutzklappe etc. einrichten, wäre ein Betrag, den wir uns schlicht und weg nicht hätten können leisten. Darum haben wir jetzt hier eine ganz moderne Geschichte einrichten. Von Dorf Oberschach her ist jetzt der Feuerschutz dann von dort gewährleistet. Was bei diesem Projekt auch noch sehr speziell war, man hat gerade mehrere Nutzer können ins Boot holen. Man hat die Leitung, also den Graben, hat man geöffnet und hat gleichzeitig dann mehrere Leitungen gerade können einlegen, was natürlich zum Teil erst in Zukunft vielleicht gebraucht wird, aber das sind genau so Projekte, die ich meine. Wenn man miteinander redet, kann man natürlich auch mal etwas mal machen, was dann vielleicht schlussendlich wesentlich billiger kommt, wenn man so einmal den Graben öffnen muss, als wenn man es jedes Mal macht. Dann hat es dann im südlichen Teil von Oberschau in der Region Pulverstampf hat es dann die Wasserverteilstation gegeben. Also das ist ein Teil von dem Gebäude, ist eine Art ins Wasser beherbergt und da sehen wir den Teil, den wir in Art nutzen. Man sieht auf der linken Seite sieht man oben dran eine Leitung. Das ist die Leitung, die Richtung Malanz geht. Das heisst, in unserer Quelle kein Wasser mehr würde liefern oder mir einen Schieber zu, dann kommt automatisch über die Leitung Wasser auf Malanz runter. Die untere, die etwas grössere Leitung, da sieht man, ist auch noch irgendwelche Armaturen dran und das sind genau die, die man braucht zum Feuerschutz auslösen. Das heisst, wenn die Feuerwehr dann eine Meldung bekommt, dass sie in Malanz brennt, können sie die Feuerschutzklappe öffnen und wenn sie in Malanz Dorf eintreffen, sollte dann der Wasserzufluss von Oberschau absolut schon gewährleistet sein. Auf der rechten Seite sieht man auch noch etwas, was für die Zukunft denkt ist. Das ist so ein Bypass, wo dann von der Quelle von der Dorfkooperation Gretschins von Nas allenfalls könnte umgeleitet werden auf eine andere Leitung. Also da hat man etwas weiter gedacht, das nur bis zum heutigen Tag. Vielleicht, wenn das mal genutzt wurde, ist das alles schon vorhanden in einem Gebäude, das dann sehr schwierig gewesen wäre, um es nachträglich noch einmal zu machen. Da sieht man einfach noch kurz einen Blick, dass wir hier eine elektronische Feuerschutzklappe, die ebenfalls im Gebäude ist, und man wahrscheinlich auch manuell öffnen kann, aber auch eben dann von der Feuerwehr vor allem genutzt wird. Dann ein Projekt, das in Zukunft ist, das heisst in naher Zukunft, also bis spätestens nächstes Jahr sollte das auch realisiert werden, ist die Erneuerung von der Quellfassung und von der Brunnenstube. Die Anlage ist mittlerweile 60-jährig und braucht jetzt zwingend einen Neubau mit den aktuellen Standards. Also wir sind da wirklich noch in einem Niveau, wo man den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Man sieht auf der linken Seite die Quelle, die neu dann, überdeckt wird mit einem Betondeckel. Das ist heute auch vom Kanton her schon eine Vorschrift und macht sicher auch Sinn, dass keine Oberflächenverschmutzung eintreten kann. Und auf der rechten Seite sieht man eine Brunnenstube mit den modernsten Einrichtungen, wie Trocheneinstieg, Wassermessung etc. Das ist schon ein Grund, dass wir dann unser Reservoir nachher auf die 120 Kubik das Gesamtvolumen nur noch für die Wasserversorgung vom Dorf selber können brauchen. Und auch mit der Investition, die wir machen, ist schon auch ein allfälliger Verbund Richtung Moos jederzeit möglich. Ich möchte noch kurz auf Perspektiven bzw. Anforderungen für unsere Kooperation eingehen. Also
Die Infrastruktur muss einfach so weit in Ordnung sein, dass man allenfalls wirklich einen weiteren Verbund realisieren kann. Weil es kann durchaus sein, dass man einen erhöhten Wasserbedarf in der Gemeinde hat, an irgendwelcher Stelle. Und umso mehr es miteinander verbunden ist, umso besser sind wir da natürlich ausgerüstet. Die gestiegenen Anforderungen, wie es der Röbi vorher schon gesagt hat, erfordern aber auch professionelle Betreuung. Das heisst, man braucht nebst Fachkräfte braucht man auch immer wieder neue Projekte, die man muss umsetzen muss. Und das kann man sich gut vorstellen. Mit 57 Haushalten, die nur Wasser beziehen, sind teure Projekte relativ schwierig zum Umsetzen. Und auch die ganzen Bestimmungen geben einfach mehr Aufwand. Und da braucht man wieder qualifiziertes Personal, das auch immer schwieriger ist zum Finden. Also für uns ist natürlich auch, die Zukunft wird natürlich nicht einfacher für die Dorfkooperation Balance aus diesen genannten Gründen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und das wäre es von der Dorfkooperation Balance. Geschätzte Besucherinnen und Besucher, ich möchte Sie auch ganz herzlich im Namen von der Dorfkooperation Atzmaus begrüßen zum Kurzreferat. Wir haben ein Thema gewählt, Anschaffung, Unterhaltsprogramm, wo jetzt nicht eine grosse Investition ist, überhaupt nicht. Dafür ist es aber eine Investition, wo wir zeigen können, dass wir auch für alle Kooperationen etwas machen können, wo wir gemeinsam etwas machen können, wo alle profitieren können. Es steht auch ein bisschen sinnbildlich für die vergangene gute Zusammenarbeit, die wir bis jetzt hatten. Wieso ein neues Unterhaltsprogramm? Aktuell haben wir eine Excel-basierte Software im Einsatz und da steht irgendwann, stoßt das ein bisschen an seine Grenzen. So ein Thema Digitalisierung oder ein Workflow, den man will haben, Bedienung über App etc. Das sind alles Bedürfnisse und Anforderungen, wo je länger je mehr aufkommen, die uns einfach einmal dann auf den Weg geschickt haben, um zu schauen, was gäbe es denn noch für Alternativen, die besser sind. Wieso, dass man ein solches Tool braucht, möchte ich euch an einem Beispiel zeigen. Wir sehen hier ein Schema, das Mittelspannungsverteilungsnetz von der ganzen Gemeinde Wartau. Wenn man das einmal anschaut, das Mittelspannungsverteilnetz, wir haben unten drei Weite eine Einspeisung von der SAK. Und wir haben noch eine zweite Einspeisung, wiederum auch von der SAK in Trüppach. Das sind die zwei Haupteinspeisepunkte, die wir haben in unserer Gemeinde. Weiter wird der Strom verteilt über das Netz vom Zweckverband EV Wartau. Das sind die roten Linien, die wir hier zwischen ihnen sehen. So, dass auch Atzmaus und Oberschau da drin ihren Strom überkommen vom Mittelspannungsnetz. Der runde Kreis, den ihr hier überall verteilt seht, im gesamten Wartau, das sind Mittelspannungsschaltanlagen. Verbunden mit einem Kabel, so dass wir in der ganzen Gemeinde Strom haben. Die Darstellung zeigt auch schön auf, wie komplex das Ganze ist und auch wie viele Anlagen dass wir hier überall haben. Wenn wir das vielleicht einmal in Zahlen kurz ausdrücken, und da reden wir jetzt eben wieder nur von diesen Mittelspannungsschaltanlagen. Wir haben 53 Mittelspannungsschaltanlagen. Hier davon sind 7 Messstationen, 4 Schaltstationen und 48 Trafostationen. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, sehen wir aber auf dem Schema nicht. Da kommen noch 317 Verteilkabinen dazu. Man kann so im Durchschnitt sagen, von jeder Trafostation gehen noch 7 Verteilkabinen weg, die dann nachher am Schluss zum Strombezüger gehen, so dass wir in jedem Haushalt oder in jeder Firma in unserer Gemeinde Strom haben. Die Gesamtlänge von dem Kabel, also sei es niederspannungsseitig oder auch mittelspannungsseitig, sind 429 Kilometer. Zusätzlich kommt noch die ganze Beleuchtung, die wir brauchen für unser Strassennetz. Auch das sind 774 Kandelaber. Wenn man das mal so grob zusammenzählt, dann reden wir von weit über 1000 Objekten von Anlagen, die wir haben,
hier in der Gemeinde Wartau. Und die muss man unterhalten, mit Hilfe von einem Unterhaltsprogramm. Was sind denn unsere Herausforderungen? Wenn wir links da unten anfangen, Sicherstellung vom durchgängigen Betrieb der Anlagen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, was heisst das? Wir möchten keinen Strom und kein Wasser unterbrechen. Wir möchten den Unterhalt zur richtigen Zeit machen. Also keinen unnötigen Unterhalt. Wenn ich hier ein pragmatisches Beispiel machen darf, um ein bisschen zu zeigen, was wir meinen. Wenn wir bei einem Velo alle Jahre Bremsklötze einfach alle Jahre automatisch auswechseln, dann ist das jetzt vielleicht bei meinem Velo übertrieben, weil ich fahre nicht so viel Velo leider. Und für den Nino Schurter wäre es vermutlich ein Haufen mal zu wenig, irgendwann könnte er nicht mehr bremsen. Also mit dem möchten wir sagen, es muss optimiert werden. Das ist so ein bisschen vom zeitbasierten Unterhalt, der kostenintensiv ist, zum zustandsbasierten, kostenoptimierten Unterhalt überzugehen. Was am Schluss dann auch effizienter wird. Der zweite Punkt, den wir hier in der Mitte sehen, bedarfsgerechte Erneuerung und Modernisierung der Anlagen. Das bedeutet, dass wir möchten optimale Investitionstätigkeiten machen. Also keine unnötigen Investitionen. Weil das wiederum hat negative Auswirkungen auf Netznutzungsentgelt und auf Wassertarife. Wir möchten periodische Kontrolle von den Anlagen gewährleisten. Wir möchten den Zustand auf einen Blick haben von diesen Anlagen. Priorisieren können dank Übersicht von aktuellen Daten. Oder zusammengefasst, die Software unterstützt uns bei der Optimierung zwischen den Gebühren oder Kosten, die wir dem Kunden weiterverrechnen, und Stabilität bzw. Versorgungssicherheit. Und dort gilt es, das Optimum rauszuholen. Am Schluss noch, der gesetzliche Aspekt, der wird auch nicht immer weniger, der wird immer grösser. Wartungsintervalle, die gefordert sind, Aufgaben, die von Gesetzes wegen kommen, Trinkwasserbereich mit Wasserproben etc. Es gibt auch Kontrollen von den Behörden. Im Strom ist das zeitgenössische Starkstrominspektorat und im Wasser ist es das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Neue Bedürfnisse und Anforderungen. Was heisst das? Wir möchten strukturierte und zentrale Datenhaltung in Form von einer Cloud zum Beispiel, zentrale Archivierung und automatische Backup, einfache Nachverfolgbarkeit, papierlos, History, die vorhanden ist, die uns dann am Schluss auch, wenn wir Sachen suchen müssen, wieder effizienter machen. Anlagedaten sollen immer und überall vorhanden sein. Wenn man mal nicht online ist, dass man auch offline arbeiten kann. Und wenn man wieder Empfang hat, dass die Daten automatisch aktualisiert werden. Es soll auch eine einfache und intuitive Bedienung sein. So, dass man die Ressourcen möglichst effizient einsetzen kann. Und dass eine hohe Benutzerfreundlichkeit da oben ist. Selbstständiges Erstellen von neuen Anlagen und von Checklisten, das soll jeder machen können. App-like, bekannt vom Handy, die jüngere Generation, für die ist das nichts mehr Neues. Das Ganze soll auch geräteunabhängig sein, also sprich, es muss kein Browser vorhanden sein. Das Tool, das jetzt in eine engere Auswahl gekommen ist, heisst Easy Asset. Von der Firma Evolution AG. Das ist eine Schweizer Firma, die in Poschiavo domiziliert ist. Und das Resultat aus all diesen Bedürfnissen und Anforderungen haben wir hier noch mal kurz zusammengestellt. Aktuell auf Daten bezogen, vernetzt, Cloud, koordiniert. Dank Unterhaltskonzept kann man einen koordinierten Einsatz gewähren. Investitionsplanung. Von zeitbasiert zu zustandsbasiert, Workflow automatisiert, papierlos, erspart uns wieder Eingabefehler, Objekte können zugeordnet werden, wie zum Beispiel Fotos, und alles ist zentral abgeleitet. Verschiedene Rollen, die man machen kann,
Administrator oder sonst ein Mitarbeiter oder ein Inspektor. IT-unabhängig, es soll nicht von der bestehenden Infrastruktur abhängig sein. Und zu guter Letzt noch flexibel. Man kann es brauchen für den Wasserbereich, für den Strombereich, für Produktionsanlagen und noch für weitere Sachen. Als Zusammenfassung von dem Referat möchte ich kurz einen Film noch abspielen, wo vielleicht das, was ich jetzt gesagt habe, noch ein bisschen bildlich darstellt. Laufende Veränderungen bestimmen unser Leben. Dabei ist es etwas schwierig, Übersicht zu halten. Aber was wäre, wenn man alles immer sofort abrufen und nachvollziehen könnte? Wir sind verantwortlich für eine hohe Verfügbarkeit vom Netz und für eine effiziente Bewirtschaftung der Nachhaltigkeit. Es ist wirklich eine Herausforderung, alle gesetzlichen Bestimmungen und Praxisintervalle unter einen Hut zu bringen. Wie wäre es, wenn das Asset Management in einem Tool vereint wäre, wenn alle Informationen an einem Ort gespeichert und automatisch archiviert werden? Easy Asset macht es möglich. Das Easy Asset ist gut in der Anlage und einfach zum Lernen. Es ist alles viel einfacher geworden. Das Tool tut alle relevanten Anlagen und Inspektionsdaten zusammenfassen und macht sie direkt für jeden verfügbar. Mit Easy Asset haben Sie Ihre ganze Anlage im Blick und können Investitionen langfristig voraussehen. Dank dem Tool gehen alle erfassten Tendenzen und Mängel direkt ins Auftragsmanagement hinein und müssen nicht vorhanden nachgeführt werden. Daten sind zentral abgelegt und einfach zu filtern von den Inspektionen und auch direkt Anlagen. Es schafft Vertrauen und unterstützt Sie dabei, Ihre Anlage jederzeit betriebsbereit zu halten. Die Inspektion ist sowohl online wie auch offline möglich. Die mobile Lösung und die Digitalisierung sparen viel Zeit und Papier. Um unsere Investitionen optimal zu steuern, kann man einen Zustandsbericht aufrufen und somit die Mittel, die man zur Verfügung haben, optimal einsetzen. Daten sind immer und überall auf der Welt und ich finde die gewünschten Daten enorm geschwind. Ich habe weniger Arbeitsvorbereitung dank dem Tool. Auf so ein Tool haben wir schon angewartet und die Auswertungsmöglichkeiten, die helfen mir bei der täglichen Arbeit. Easy Asset. Willkommen in der Zukunft vom Anlagemanagement. Mit der Unterstützung von einem solchen Tool sind wir überzeugt, werden wir sicher auch einen weiteren Schritt, was ein Unterhaltskonzept anbelangt, weiterkommen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Also möchte ich begrüßen im Namen der Dorfkorporation Trüebach. Die Dorfkorporation Trüebach versorgt den südlichsten Teil des Wartau. Das Versorgungsgebiet geht vom Matug über den Steinbruch, der Hauptstrasse nach bis zur TBW. Wir versorgen ca. 1400 Einwohner mit Strom und Wasser. Der Verbrauch der Dorfkorporation ist mit 80 Gigawattstunden recht hoch. Und das ist etwa die Hälfte der Ausspeisung des ganzen Wartau. Die Versorgungssicherheit beim Wasser ist hoch. Mit der eigenen Quelle, mit dem Pumpwerk Dornau und dem Verbundnetz mit Azmos haben wir eine redundante Versorgung. Aber ihr habt es vorher gehört, zukünftig könnte noch viel mehr über das Wartauer Verbundnetz gebündelt werden und das Wasser besser verteilt und auch genutzt werden. Die strategische Führung der Dorfkorporation liegt beim Verwaltungsrat. Beim Strom ist Planung, der Betrieb und Unterhalt und das Messwesen an CW Azmos ausgelagert. Beim Wasser macht Planung der Risse, der Betrieb wird vom Verwaltungsrat gemacht und der Unterhalt ist ein Feuzvergehen. Die Werkleitungen
werden durch die Risse aufgenommen und auch sämtliche Werkpläne nachgeführt. Die restlichen Arbeiten werden mit einer 40%-Stelle vom Büro und vom Verwaltungsrat erledigt. Das sind zum Beispiel Kundendienst, Ablesungen, Wasser, Abrechnung, der ganz hoheitliche Teil, das heisst Aufforderungen vom Sicherheitsnachweis, Buchhaltung, die ganze Tarifbildung, Baustellen, Besichtigung und auch Kundengespräche. Größere Projekte im Wartau werden, wenn immer möglich, miteinander abgestimmt. Aber schlussendlich entscheiden tut wieder jede Kooperation für sich. Und die Abstimmung untereinander braucht meistens auch einen Haufen Zeit. Das Messkonzept vom Smart Meter Rollout ist vor allem übernommen worden. Und wir sind hergegangen, haben die alten mechanischen Ferrari-Zähler ausgebaut, einen digitalen Zähler eingebaut. Dann gehen die Daten vom Zähler in die Trafostation, von der Trafostation nach einer TDM-Zentrale beim EWA Zmoos. Dort drauf kann jeder Endkunde via Kundenportal auf seine Daten zugreifen und seinen Verbrauch auch täglich anschauen. Beim Wasser haben wir es nicht ganz geschafft, um überall die gleiche Technologie einzusetzen. Die Dorfkooperation Trübach hat sich für eine Funklösung entschieden. Das heisst, der Ableser geht rundherum, das heisst auf der Strasse, sammelt die Daten zusammen. Dann werden die Daten übertragen ins Abrechnungssystem. Dort werden sie kombiniert. Wir haben Strom, Wasser, Abwasser auf der gleichen Rechnung und stellen nachher vierteljährlich das in Rechnung. Bei diesem Projekt konnten Synergien nicht voll ausgeschöpft werden, weil einfach die einzelnen Kooperationen unterschiedlich getimt sind und unterschiedlich unterwegs sind. Das heisst, Trübach hat bereits ausgerollt und das Projekt abgeschlossen. Die anderen sind momentan gerade dran oder werden das zukünftig noch machen. Das heisst, da liegt sicher eine Optimierung auch zukünftig noch drin. Dörfer wachsen immer näher zusammen. Grundsätzlich steht die Versorgungssicherheit und die Effizienz im Vordergrund. Entlang der Kooperationsgrenze ist aber das schwierig immer einzuhalten. Das heisst, bei einer Stromerschliessung wird von der letzten Verteilkabine ein Haus verbunden. Aber in dem Fall muss man schauen, wo ist denn die Verteilkabine in welchem Kooperationsgebiet. Wenn wir das anhand des Quartier Gamsenbeeten anschauen, ihr seht, das ist der rote Ausschnitt, der ist nachher ein bisschen aufgezoomt. Eingezeichnet sind nur die Stromleitungen, genau gleich sind auch die Wasserleitungen. Und man sieht, im oberen Teil werden die versorgt von Zmoos und der Unterteil wird versorgt von Trübach. Das heisst, über Kooperationsgrenzen geht grundsätzlich keine Leitung. Also es ist wirklich komplett getrennt. Obwohl das ein Quartier ist, erwarten Kunden im Quartier einen Ansprechpartner, gleiche Anschlussbedingungen und auch gleiche Tarife. Aber anhand von diesem Quartier sieht man, wenn sich da zwei treffen und ihre Stromrechnung vergleichen, die Stromrechnung sieht nicht gleich aus. Und sie haben noch nicht den gleichen Ansprechpartner. Und die Anschlussbedingungen sind noch nicht gleich, obwohl sie in der gleichen Gemeinde wohnen und sogar im gleichen Quartier. Das ist für Neuzuzüger sicher absolut unverständlich. Sagen für die Urwartauer, die sind sie daran gewöhnt. Und die sagen, es ist schon immer so gewesen. Aber ich denke, es muss nicht immer so bleiben. Wo sehen wir die zukünftigen Herausforderungen? Einmal das Projekt Neubau Bahnhof. Das ist ein Mobilitätsprojekt von der Gemeinde für die ganze Gemeinde. Das ist ein grösseres Projekt, wo man Werkleitungen umgeleitet werden und eine Trafostation verschoben werden. Und genau so ein Projekt ist sicher schön, wenn man es gemeinsam durchführen kann. Und, wie wir vorher schon gehört haben, eine grössere Kooperation trägt einfach die Kosten einfacher.
Dann Sanierung, Neubau, Büro, Liegenschaft. Da ist wichtig, dass man weiß, wo der Weg hingeht. Kann man zukünftig Synergien nutzen oder braucht man das Gebäude? Steigende Anforderungen, komme ich nur drauf, die haben wir vorher schon gehört. Dann am Punkt, die Energiewende verändert unsere Netze. Ja, es werden Netzanpassungen passieren, und zwar aufgrund von der Elektromobilität und der Mehrleistung. Und das ergibt natürlich nachher auch wieder tendenziell höhere Kosten. Da ist einfach wichtig, dass man die bestehende Infrastruktur effizient nutzt und auch ausbaut und keinen parallelen Netzausbau in den einzelnen Kooperationen betreibt. Darum, miteinander packen wir zukünftige Herausforderungen sicher besser als allein. Danke vielmals. Ja, auch von meiner Seite her recht herzlich willkommen zum heutigen Anlass. Ich würde hier zwei, drei Ausführungen bringen über Dorfkooperation Witte. Das eine ist einmal kurz zurückschauen bis zu der heutigen Zeit. Geschichte der Dorfkooperation. Dann das zweite Thema wäre Stand heute der Dorfkooperation. Und ich würde da noch etwas sagen zu der Zukunft von der Kooperation respektive zu den Projekten, die bei uns anstehen. Die Geschichte vom Dorf fängt an 1922. Da ist die Dorfkooperation weit gegründet worden. Und die ist gewachsen aus den Brunnengenossenschaften. Das ist eigentlich bei allen Wasserversorgungen respektive Dorfkooperationen etwa gleich abgelaufen. 1923 haben sie die Quellfassung gebaut und das Reservoir Grianca. Das ist hier gebaut worden für die damaligen Bedürfnisse. Und wenn man heute zurückschauen tut, ist die Quellfassung und vor allem das Reservoir in Grianca auch heute noch genügend für die Versorgung der Witte. 1951 hat man dann Grundwasserpumpwerk in der Lanne realisiert. Und auch das war sicher etwas, das der Versorgungssicherheit sehr, sehr viel gebracht hat. Dann muss man sich vorstellen, ab 1977 hat man angefangen mit den Wasseruhren einbauen. Und das ist noch gar nicht so lange her. 1980 haben wir den Beitritt zum Zweckverband Gemeinschaftsantennenanlagen Wartau und 1999 ist dann der Zweckverband EV Wartau entstanden. 2013 hat man in der Witte das EW, das heisst, das EW ist für die Elektroversorgung zuständig war und die eigentliche Dorfkooperation Witte ist für die Wasserversorgung zuständig war. Die haben sich gefunden und haben sich zusammengeschlossen. 2019 haben wir die Inkooperation von der Brunnengenossenschaft Plattis. Und per 01.01.2021 findet auch die Kooperation von der Dorfkooperation Gretschins von Naas statt. Was ist eine Inkooperation? Eine Inkooperation ist, wenn sich zwei Kooperationen zusammenfinden und eine in die andere integriert wird. Das hat den Vorteil, dass ich die Reglemente eigentlich praktisch so, wie sie sind, stehen lassen kann. Und eigentlich nur der sogenannte Plan vom Versorgungsgebiet anpassen muss. DK Witte Standort heute, ich glaube, ich darf sagen,
Die Führung und die Organisation sind sicher sehr gut aufgestellt. Von den Versorgungsnetzen, sei es elektrisch, sprich Strom, oder sei es Wasser, die sind in einem recht guten Zustand. Wir haben auch die Versorgungssicherheit immer im Auge und sind dort auch auf einem guten Stand. Die Zukunft und die Projekte von uns sind die Infrastrukturen verbessern, Wasserverbund mit Oberschah, Quellfassung und Reservoir sind die aktuellen Projekte, die jetzt ein bisschen angedenkt sind. Man überlegt sich auch bei den Wassernutzungen, allenfalls Energie zu gewinnen und die ganze Modernisierung der Strassenbeleuchtung ist man jetzt auch angegangen und auch die Vereinigung der Kooperation im Wartau, da sind wir eigentlich von uns aus auch vom Vorstand auch sehr positiv eingestellt. Mir oder uns ist es einfach wichtig, dass wir im Wartau das Ganze, die ganze Versorgungssache in eine Versorgungskooperation zusammenführen tun. Die soll eigenständig sein. Und somit, man kann sagen, wie eine Art die dritte Kraft in der Gemeinde. Wir haben zum einen die politische Gemeinde mit der Schulgemeinde integriert. Wir haben die Ortsgemeinde. Und dann sehe ich die als dritte Kraft eben die sogenannte Versorgungskooperation. Aber die sollte unbedingt selbstständig bleiben und nie integriert sein. Das wären meine Äußerungen. Danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch weiterhin einen informativen Abend. Guten Abend miteinander. Ich habe euch hier heute TV Wartau, der Zweckverband Energieversorgung, Elektroversorgung Wartau vorstellen. Wir haben gesehen, die verschiedenen Aufgaben, die die einzelnen Korporationen immer wieder in Angriff nehmen, teils in Zusammenarbeit mit anderen Korporationen, teils in eigener Regie. Und man merkt immer wieder, dass es einfach etwas bringt, wenn man es zusammen machen kann. Wir als Zweckverband, wir haben eigentlich einen einfachen Job da drin. Unser Job heisst einfach so, wie es auf der Homepage drauf steht, Strom. Wir kaufen den Strom ein für die ganze Gemeinde. Wir kaufen Strom ein, umweltbewusst, und er muss eine hohe Versorgungssicherheit haben. Und ganz nach dem Leitsatz vom Energiestadtlabel Wartau. In dem Sinn kaufen wir auch den Strom von der regionalen Wasserkraftwerke, die wir gesehen haben, die es in Oberschaun gibt, die es in Atzmoos gibt. Wir kaufen auch den Strom von der regionalen Versorgungsanlagen, also regionale Photovoltaikanlagen, und den Rest vom Strom, den kaufen wir dann auf dem Markt ein. Und zwar alles im Sinn von 100% erneuerbarer Energie. Jetzt gleich noch ein paar Worte zur Geschichte der EV Wartau. So wie der Christian auch gezeigt hat, Versorgung von Wasser und Strom war schon alleweil bei den Kooperationen, schon dort vor ein paar hundert Jahren. 1963 hat sich dann aber die Gemeinde, die politisch beteiligt an dieser ganzen Geschichte, und hat den Strom eingekauft von der SAK, und zwar einfach im Sinn, dass man für die ganze Gemeinde den Strom einkaufen konnte, so dass man dann auf ein grösseres Volumen kommt. Und die Gemeinde hat den Strom bei der SAK eingekauft und dann den einzelnen Korporationen über eigene Anlagen
wo man auch hier wieder im Netzverbund gesehen hat, an Kooperationen geliefert hat. Wir haben auch hier diskutiert darüber, ja, wir könnten doch alles zusammen machen und Zeug und Sachen. Man ist sich nicht so ganz einig geworden. Es sind auch jetzt immer wieder Diskussionen. Aber man hat sich dann geeinigt, so weit, dass man gesagt hat, wir nehmen es nicht in die politische Gemeinde rein, sondern wir machen einen eigenen Zweckverband, wo die Aufgaben, die die Gemeinde dort übernommen hat, im 63. erledigen tut. Und zwar der Zweckverband Elektroversorgung Wartau. Und Wartau, EV Wartau, übernimmt auch die Versorgungsaufgaben dann von der politischen Gemeinde, also Stromeinkauf und Liefern an Gemeinden. Wir haben hier eine Vereinbarung geschrieben und in dem Vorwort 3 steht, und die haben nämlich auch schon weiter denkt, dass es nämlich schon noch könnte ein bisschen weiter gehen als einfach nur Strom einkaufen. Es soll so ausgestaltet sein, dass er für eine Weiterentwicklung offen ist in einem liberalisierten Elektrizitätsumfeld. Der Auftrag, der in dieser Vereinbarung drin steht, wo die EV Wartau bekommen hat, das ist einmal, dass die erforderliche elektrische Energie beschafft wird und dass sie zu möglichst günstigen Bedingungen an Kooperationen weitergegeben wird. Sie erstellt und unterhält ein Verteilnetz dazu mit den entsprechenden Einrichtungen, dass man messen könnte, wie viel Strom bezieht jede Kooperation. Wir haben das auch gesehen auf dem Blockschema drauf, wo der Harry gezeigt hat. Und was ist? Organisatorisch sind alle Dorfkooperationen zu gleichen Teil beteiligt, inklusive der politischen Gemeinde. Also es sind 5, die können jeweils einen Verwaltungsrat stellen in der EV Wartau 3. Der Auftrag, Strom einkaufen. Die Gemeinde Wartau, die bezieht über Dorfkooperationen ungefähr 25 Gigawattstunden elektrische Energie pro Jahr vom EV Wartau. Es wird noch mehr Strom gebraucht in der Gemeinde Wartau noch ungefähr 10 Gigawattstunden mehr. Das ist Grossindustrie, die aber selber am Markt einkauft. Also das läuft nicht alles über uns. Aber das für die 4 Kooperationen, das sind die 25 Gigawattstunden, die von uns eingekauft werden. Und wie ich gesagt habe, wir kaufen es einmal von der Wasserkraft aus dem Wartau, und zwar sind das etwa 3 Gigawattstunden pro Jahr. Wir kaufen ein von der Wartauer Photovoltaik etwa 2 Gigawattstunden. Und wenn wir jetzt kurz durchrechnen, dann fehlen noch 20 Gigawattstunden und die kaufen wir ein bei der LKW. Das sind die liechtensteinischen Kraftwerke. Da kaufen wir über die 20 Gigawattstunden ein. Die liechtensteinischen Kraftwerke, die sind zum Zug gekommen nach einer Evaluation. Wir haben hier mit verschiedenen Stromlieferanten haben wir Verhandlungen geführt und wir sind dann schlüssig geworden, wir machen das mit den liechtensteinischen Kraftwerken zusammen. Und so fließt dann nachher der Strom auch alles bei uns in der EV Wartau zusammen. Eigentlich so wie in einen grossen Topf rein. Oder wir könnten auch sagen, was bildlicher ist, in einen Stromsee rein. Also wie der Bodensee, wo der Rhein einfließt und dann noch Haufen kleine so, Nebenflüsse hat. Und dort, in dem Stromteich oder See vom Wartau, ist der Strom drin. Und das ermöglicht dann auch, dass alle Wartauer Strombezüger einen einheitlichen Stromtarif haben. Ich sage bewusst Stromtarif. Der Netztarif ist noch unterschiedlich, weil die Netze noch nicht zusammengeschlossen sind.
Nun, wir haben auch den Auftrag, wir sollten zu guten Bedingungen einkaufen. Und wir haben uns selber den Auftrag noch gegeben, wir wollen auch regionale und weltbewusste Energie beschaffen. Mit dem LKW haben wir dann vereinbart, dass wir einen strukturierten Stromeinkauf machen. Was heisst strukturierter Stromeinkauf? Strukturiert ist er, indem man in mehreren Tranchen den Strom einkauft. Also man kauft nicht einfach zum Beispiel im Juli den ganzen 25 Gigawattstunden ein, sondern man tut es verteilt über das Jahr in 3-4 Tranchen einkaufen und man kauft auch vorausschauend für die nächsten Jahre schon ein. Also wir haben schon eingekauft jetzt für das 22. Wir haben auch für 2023 so schon Strom eingekauft. Und zwar schaut man immer, dass man auch dort, wo er wieder ein bisschen zusammengeht vom Preis her, dass man dort wieder mal eine Tranche platziert. Das ist wie eine Börse. So wie eine Aktienbörse, wo die Aktien auf und ab gehen. Da kriegen wir mal die 20 Gigawattstunden zusammen. Dann kriegen wir noch die Wasserkraft. Und wir sind verpflichtet, dass man denen auch einen Mindestpreis, den Marktpreis zahlt, den wir einkaufen vom LKW. Wir geben denen noch 3 Rappen pro Kilowattstunde dazu. Und zwar, weil es ist einfach teurer, mit Kleinkraftwerken Strom zu erzeugen, als auf diesen grossen Märkten einkaufen. Das ist unser Fördermodell. Und genauso in der Photovoltaik zahlen wir auch einen Marktpreis und zahlen 4 Rappen pro Kilowattstunde noch dazu. Das sind auch die 3 und die 4 Rappen pro Kilowattstunde, das sind auch so ein bisschen Marktpreise, die wir wissen von anderen Unternehmen, wo man so viel lösen kann für Photovoltaikstrom oder für Wasserkraft. So fließt dann nachher der Strom zusammen in den, ich sage jetzt nochmal, Stromsee hier im Wartau. Und dort haben wir dann Wasser unten links vom LKW, etwa 80%. Auch dort kaufen wir Strom ein, der mit Wasserkraftwerk produziert wird. Dann ist ein Anteil Photovoltaik drin, etwa 5,6%. Es ist ein Anteil Wasser, Regio, dabei von etwa 9,6%. Und dann dort der grüne Schnitz, das ist ein Teil, den man muss einkaufen muss. Man zahlt ja für jede Kilowattstunde noch einen schweizerischen Förderteil Energie Schweiz. So kommt dann nachher der Strom zusammen und der wird dann gemischt miteinander, ineinander eingerechnet. Und daraus entsteht der Strompreis, wo wir an Kooperationen den Strom liefern können. Und der Strompreis, der setzt sich etwa so zusammen. Am Markt kaufen wir ein, den Strom, wir haben jetzt einmal prognostiziert, am 21. für 6 Rappen pro Kilowattstunde. Und dort drauf kommt jetzt halt für die Regionalwasserkraft noch schon 0,29 Rappen. Photovoltaik 0,22 Rappen und diverses, das ist Verwaltung. Da sind aber auch Reserven noch dort drin, in diesen 0,15, damit wir Photovoltaikanlagen, die jetzt noch gebaut werden, können weiter auch finanzieren. So kommen wir dann auf einen Preis, wie wir Kooperationen liefern können, von etwa 6,65 Rappen. Wir haben ja gesehen, wie viel das Kooperationen jetzt schon zusammenarbeiten. Dort einmal 2, da mal 2, da mal. Der Zweckverband ist eigentlich der Verband, der sehr viel auch wieder zusammenfassen tut von Leistungen, die man in allen Kooperationen brauchen kann. Was haben wir denn da schon alles erreicht? Und zwar haben wir der Einkauf der ganzen elektrischen Energie miteinander einrechnen, regional und am Markt.
Dann nachher haben wir einheitliche Stromtarife in der ganzen Gemeinde. Das haben wir auch können machen, weil wir alles in einen Pool einnehmen. Dann nachher haben wir das Photovoltaik-Fördermodell, wo nicht in jeder Gemeinde so ausgebaut ist wie hier. Wir haben ein komfortables, wobei nicht unbedingt von den finanziellen Leistungen her wahnsinnig viel. Ich habe selber eine Photovoltaikanlage auf dem Geschäftshaus in Melz und ich löse dort dafür, auch wenn ich das der SAK verkaufe, dieser überschüssige Energie, löse ich dort auch 3,5 Rappen. Also wir zahlen hier nicht zu viel, es ist ausgerichtet. Aber wir machen Leistungen noch für die Kunden, die man sonst vielleicht in anderen Gemeinden nicht hat, indem man das selber abrechnen und sie kommen das Geld gerade über. Dann nachher machen wir aber auch in der EV Wartau hinten Vorlagen für Reglement, Vorlagen für Sicherheitsbandhandbuch, wo man einfach nachher wieder kann für Kooperationen ein bisschen labeln, sodass es auch für jede Kooperation wieder passt. Wir haben Vereinbarungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit der GAW. Wir haben gemeinsame Tarifblätter, wo wir mindestens Vorlagen geben, wo man nachher damit wieder weiterarbeiten kann, sodass es nicht jede Kooperation selber entwickeln muss. Das sind Sachen, die wir zusammen gemacht haben und wir merken einfach immer wieder, es ist nach einem gut, wenn man etwas zusammen tut. Es gibt einfach gleich dann wieder weniger Arbeit an einem oder anderen Ort. Was könnten wir noch mehr gemeinsam machen? Haben wir uns dann auch schon gefragt und haben dann gesagt, ja, wir wollen mal zusammensitzen und eigentlich auch, ja, es stimmt, eigentlich könnten wir noch mehr zusammen tun. Wir könnten noch einheitliche Netztarife haben, wenn wir einen Netzverbund hätten. Wir könnten einheitliche Wassertarife haben mit einem Wasserverbund. Die einen ein bisschen teureres Wasser, die anderen ein billigeres Wasser. Jetzt, das könnte man zusammen einen Haufen Sachen machen. Wir können über dorfübergreifende Infrastrukturen gemeinsam tragen. Also eben wie Versorgung, Verkehr, ÖV, Umwelt. Aber das, was uns am meisten den Schuh drückt, das sind schon die personellen und fachlichen Ressourcen finden. Das hat man auch bei anderen Vorträgen heute Abend schon gehört. Anstatt dass wir 6-mal Verwaltungsräte suchen müssen, 6-mal eine GPK müssen suchen, externe Berater, Auftritt nach außen 6-mal müssen machen, Büro müssen wir 6-mal haben, Erreichbarkeit müssen wir gewährleisten, Stellvertretungen. Das alles 6-mal. Wäre schon ein professioneller, vor allem vom Fachlichen her, von den fachlichen Ressourcen, wenn man es unter einmal machen könnte. Oder dann die ganze Papierkrieg mit dem Elcom-Reporting, wo der Röbi auch gesagt hat, häufigweise deren Excel-Tabellen ausfüllen. EDV, wo wir jeder wieder etwas, nicht alle etwas Eigenes, aber gleich eine eigene fahren. Homepage fährt jeder selber, Tarifblätter, Reglement, all diese Zeug könnte man an für sich einmal machen, anstatt 6-mal in einer so gleich nicht riesig grossen Gemeinde. Und da draus raus muss man sich dann schon mal fragen, so wie die schon vor 20 Jahren mal aufgeschrieben sind, offen für eine Weiterentwicklung zu einer neuen oder einer Kooperation Wartau. Das wären meine Sachen da dazu. Ich habe gesagt, wir haben ein strategisches Projekt. Wir wollen schauen, woher kommen wir. Wir haben gesehen, so ganz geradlinig ist es nicht gelaufen in den Kooperationen. Es hat schon einen Zweig in die eine und in die andere Richtung gegeben. Es hat ein bisschen Wirren gegeben. Man hat auch gestritten. Man hat sich auch wieder gefunden. Also es hat eine Geschichte. Wenn wir schauen, wo steht man heute, dann haben wir zweifelsfrei können feststellen, die Kooperationen sind sehr gut aufgestellt. Sie sind sehr gut geführt.
Man steht da sehr gut da. Man muss sich keine Sorgen machen. Aber wenn wir reinhören, dann machen sich die Korporationen eben doch Sorgen. Sie machen sich auch ein bisschen Sorgen, wie könnte das weitergehen. Was hat sich denn geändert in den letzten 15 Jahren? Vor 15 Jahren ist der Verwaltungsrat zusammengekommen und hat über den Strom- und den Wasserpreis entscheiden können. Sie haben das sehr seriös gemacht, sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben geschaut, was brauchen wir, was wollen wir machen. Sie waren sehr sorgfältig, wo können wir investieren, wie können wir das finanzieren. Die haben einen super Job gemacht. Heute haben wir gesehen, das Wasser ist ungleichmäßig verteilt. Wenn es ungleichmäßig verteilt ist, wir haben gesehen bei Oberschan, bei Malanz vor allem bei diesen Präsentationen, da macht es viel Sinn, wenn man Projekte gemeinsam macht. Insbesondere beim Wasser, wo billig ist, kostet nicht viel, aber die Investitionen sind sehr hoch. Dass man auch gemeinsame Projekte macht, macht viel Sinn. Geändert hat sich aber vor allem beim Strom. Der Strom ist mit der Liberalisierung aufgeteilt worden in die Energieversorgung, die Energiebeschaffung und in die Netzinfrastrukturen. Also einen Marktteil, woher kommt die Energie, und in den regulierten Bereich, der vorgegeben ist, wie muss ich den Strom nach verteilen. Energie, das ist heute ein gesamteuropäischer Markt. Da werden Termingeschäfte gemacht, da werden Tranchen beschafft, da werden Ausgleichsenergien beschafft und so weiter. Riesiger Markt. Und selbst wenn die EVA Wartau das für alle gemeinsam macht, heute schon, ist man immer ein ganz kleiner Player auf dem europäischen Markt. Margen darauf sind absolut gering, ist aber eine hochkomplexe Materie und man muss sehr viel Verantwortung tragen. Beim Netz ist es vom Staat vorgegeben, was der Netzpreis ist. Das ist abhängig von dem, was ich investiert habe. Das ist abhängig davon, wie ich aufgestellt bin. Wird berechnet. Die Berechnung ist noch komplexer, weder das sie tönt. Braucht externe Berater. Schlussendlich kommt der Netzpreis. Jetzt kommt der Verwaltungsrat, kann zusammenzählen, den Preis von der EV Wartau und dem, was der externe Berater gesagt hat, was der Netzpreis ist. Und das ist dann der Strompreis. Also die Entscheidungsfreiheit ist nicht mehr so wahnsinnig gross. Das heisst, wir haben gesehen aus diesen Vorträgen heraus, ganz eine hochkomplexe Materie, sehr technische Materie und der Einflussbereich relativ gering. Da fragt sich schon, wer macht denn das im Nebenamt? Das ist ja nicht einmal im Monat eine Sitzung gegangen. Es ist stark verbunden damit auch operative Tätigkeiten. Die Verwaltungsräte sind den Tag durch, sie wollen schauen, da ist ein Neubau, da muss man ein Haus anschliessen, wie machen wir das? Da ist ein Wasserschaden, muss repariert werden. Ganz konkrete operative Tätigkeiten, auch wenn es Verwaltungsrat heisst. Für die verdienten Präsidenten, die das zum Teil jahrzehntelang machen, ist das natürlich kein Problem. Aber wie können wir neue Leute finden? Es ist ja heute schon für die Vereine schon schwierig, um neue Leute zu finden. Aber so eine hochkomplexe Materie in der Technik, wie finde ich denn derart viele Leute, die bereit sind, sich einzuschaffen und die Verantwortung zu übernehmen? Ich denke, man kann zufrieden sein, wenn man in der ganzen Gemeinde 5 oder 6 Leute findet, die bereit sind, um das zu machen. Aber dann soll man es für die ganze Gemeinde machen. Unter dem Hintergrund die Frage, was spricht denn alles dafür, dass man es gemeinsam macht? Ein Grund ist sicher, dass man für die ganze Gemeinde schauen kann. Dass man schauen kann, wie kommt das Trinkwasser, wie kommt das Löschwasser, wie kommt der Strom, wie kommt die Kommunikation, wie kann ich die Infrastruktur ausbauen, wie kann ich die hohen Kosten für die Infrastruktur, die über viele Jahre wieder abgeschrieben wird, wie kann ich die finanzieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen höheren Anspruch an Versorgungssicherheit. Das soll möglichst immer zur Verfügung stehen, soll optimal verteilt sein und es soll auch möglichst wenig kosten. Die komplexen Herausforderungen, habe ich gesagt, das Milizsystem kommt da irgendwo an Grenzen. Wo finde ich noch Leute, die können am Nachmittag um 3 operativ arbeiten, im Nebenamt. Ein grösser Verbund ist natürlich besser steuerbar. Und trotzdem, wenn wir es miteinander machen, in einer eigenständigen Kooperation, dann bleibt die Arbeit hier in der Gemeinde. Dann geht sie nicht in den Süden oder in den Norden oder in den Osten oder in den Westen, sondern sie bleibt eben genau da. Für Sie als Kunden, ein Ansprechpartner, ich denke, das ist ein ganz eindrückliches Beispiel, das der Michi gezeigt hat.
Wenn ich auf dieser Seite vom Grundstück stehe, dann ist der zuständig. Und wenn ich auf die andere Seite vom Zaun gehe, dann ist der andere zuständig. Ist auch ein bisschen schwierig. Gleiche Tarife und Anschlussbedingungen sind dann natürlich Konsequenz davon. Dass man auch Leute findet, die das künftig möglich machen, ist sicher einfacher, wenn man eine gemeinsame Kooperation hat und sie eben, wie der Paul das klar gesagt hat, eigenständig kann bleiben. Jetzt haben wir Zeit, jetzt können wir das in Ruhe anschauen. Jetzt haben wir keinen Druck von außen. Es ist alles perfekt aufgestellt, es sind alle Leute da, die das machen, aber es ändert sich. Wie würde so eine Prüfung von so einem Zusammenschluss ablaufen? Zuerst einmal wird man im nächsten Frühling an der normalen Kooperationsversammlung sagen, wir wollen einen Turnen. Es soll eine Urnenabstimmung geben. Das hat auch rechtliche Gründe, indem alles gleichzeitig muss sein. Man will nicht schon wissen, die Atzmösler sind dafür und die Rüppächler sind dagegen oder umgekehrt, bevor ich gehe abstimmen. Darum muss es gleichzeitig sein und es soll eine Urnenabstimmung sein. Die Urnenabstimmung, die wäre geplant, nächstes Jahr, 2021, im Juni. Da geht es nicht um den Zusammenschluss, sondern es geht nur darum, um den Verwaltungsräten den Auftrag zu geben, schauen das einmal an. Prüfen den Zusammenschluss. Schauen das mal genau an, macht das wirklich Sinn? Jetzt sind wir der Meinung, ja, das macht Sinn, das sollen wir anschauen. Dann schauen wir doch das an. Und das Anschauen, das braucht einiges an Zeit. Wenn wir beschließend an der Urne, jawohl, prüfen, dann werden wir nachher ein Projekt starten, um gemeinsam die Vor- und die Nachteile zusammentragen. Also eine gemeinsame Kooperation, eine neue Kooperation in der Gemeinde, die formulieren, wie sieht die aus, strategisch ausrichten, was erreicht denn die, was kostet die, wie sieht das alles genau aus. Wenn man dann zum Schluss kommt, in diesen Räten, in dieser Prüfungskommission, rein, das ist eine gute Sache. Da können wir nochmal kommen. Dann gehen wir nochmal enturnen. Dann kommen wir nochmal vor das Volk, wenn wir alles beieinander haben und sagen dann, wollen wir jetzt zusammenschliessen oder nicht. Es geht also nur darum, dass man jetzt einen Auftrag gibt, schauen das an, prüfen das. Dann arbeiten wir und dann kommen wir nochmal. Dann sagen wir, wir haben es angeschaut, das ist eine gute Sache, ihr könntet das machen. Dann können Sie beschließen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Wir sehen, das ist ein ganz langsames Vorgehen, das ist ein sehr sorgfältiges Vorgehen, das braucht Zeit. Das kann man auch anders machen, man kann auch, wenn zwei Unternehmer zusammenkommen und sagen, wir wollen miteinander zusammenarbeiten, dann ist das relativ zügig durch. Vielleicht nicht an einem Nachmittag, aber in einem Monat, zwei Monaten kann man das machen. Da reden wir von zwei Jahren, drei Jahren, wo man sehr sorgfältig, sehr genau zusammen anschauen. Aber lieber gut vorbereitet, einen guten Entscheid treffen, als einen raschen falschen. Denken wir an die Kugel, die Stiftung, in der Stiftungsbibliothek in St. Gallen, wo der ganze Kontinent gefehlt hat. Sehr sorgfältig prüfen, wenn es eine gute Sache ist, nochmal kommen, das nochmal anschauen, dann sagen wir, jawohl, das machen wir, oder nein, das machen wir nicht. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Zuhören. Ich möchte gerne das Forum öffnen für Fragen und Sie bitten, Fragen stellen an die Referenten, an die Fragen vorbringen.